Ja, moinsen zusammen und herzlich willkommen. Ups, sorry, herzlich willkommen zurück. Oder es ist der Start, ne? Also ich weiß es noch nicht, wann, wo ich Sakun hinpacke. Ich hoffe, ich kann es irgendwie nach vorne legen, weil dazwischen ist noch Xul. Dort waren wir noch mit dem Raid und. Muss ich noch schauen. Also dafür mal schon mal entschuldigen, wenn ich jetzt hier in einem Part zweimal moinsen sage. Das weiß ich noch nicht. Also, wir haben versucht zu. Nee, noch nicht mal. Wir sind reingegangen, der Boss wurde gepult. Alle sind raus, außer wieder ein paar Leute, die halt in ihr Umfeld nicht mitbekommen. Und wir mussten kurz warten. Von daher haben wir jetzt einen Debuff bekommen, ne? Also einen Buff bekommen, so gesehen. Ne? Mehr Schaden, 5% und. Von daher war kein Versuch, kein Try. Die haben es einfach nur nicht gecheckt. Tja, das war's dazu, deswegen wisst ihr jetzt Bescheid und gleich geht's los. Sakun geht ab. Ja, die Tanks müssen wir nehmen. Stellen die in eine Ecke, fertig. Hier kommen überall, ja, sagen wir mal, grüne Flächen raus. Dort kann man sich reinstellen und in den Flächen, wo man sich reinstellt, kommt keine Säule. In die die Fläche, die frei bleibt. Es bleibt immer eine frei von dreien, ja, also in zwei reinstellen. Die dritte wird freigelassen, so kann man das ein bisschen ja, platzieren, so wie man das haben möchte. Und ja, wir müssen den kicken, wenn er. Von daher ist schon wieder eine AFK. Geil, es kommt halt öfters vor. Man kann sie platzieren, wo man halt möchte, oder beziehungsweise die Richtung, in welche Ecke die meisten sich hinstellen sollen. Also die Säulen, ja. Man kann die vernünftig ablegen. Des Weiteren werden die Tanks in eine Zwischenphase ja, geschossen. Und dann ist ein Tankwechsel zu tun, oder ja, ein Tankwechsel findet statt. Die beiden Tanks bleiben immer aufeinander. Die stellen sich immer. Ja, übereinander hin, also hier so zum Beispiel hier, ja, und in dieser Phase halt nicht. Der Tank kommt in die Zwischenphase, er stellt sich irgendwo an die Säule, irgendwo an der Ecke hin, platziert dort für den nächsten Tank, der in diese Phase kommt, das werdet ihr dann sehen, eine Fläche, entweder ein Kreis, der sich weiter ausbreitet, oder kleine V-förmige, ja, wie soll man das, diese Attacken, ja, wie solche Sicheln, die nach vorne gehen und die ganze Zeit rausgeballert werden. Das werdet ihr gleich sehen, von daher alle bereit. Pull-Timer kommt. Und ja, dann geht's jetzt los, ne? Auf, ihr Kameraden. So, ich fange an. Der andere Tank steht sich dahin. Ich komme mal zu ihm ein bisschen. Er weiß es ja anscheinend nicht so, wie ich das vorhabe, ne? Kann man ja nicht absprechen. Außer man schreibt mal ein bisschen. Aber am Anfang. Im LFR macht man es ja nicht. Ihr wisst es ja, wie das hier abläuft. Von daher, wahrscheinlich wird sich auch hier einen Fick gegeben darauf, was man hier zu beachten hat. Und ja, wir legen los. Ich komme in diese Zwischenphase. Jetzt sehen wir es in der Mitte, wo der Boss gestartet ist, ist schon mal ein lila Punkt. Das sind diese V-förmigen Attacken, die nach vorne kommen. Ich werde mich hier in die Ecke stellen, damit ja, es nicht vorne beim Boss statt. Ach nee, halt. Ja doch, nicht vorne beim Boss ist, wenn man als Tank, wieso stellt er den da hin? Was ist hier passiert? Wenn er nämlich in die Zwischenphase geht, damit er nicht gleich abgeschossen wird. Dann sollte das auch soweit passen. So, ansonsten ist eigentlich großartig nicht zu beachten. Die DDs haben natürlich andere Fähigkeiten, wo man drauf achten muss. Das ist halt so. Es bleibt nicht aus und da kann ich euch leider nicht wirklich großartig helfen, denn als DD bin ich hier nicht reingekommen. Oder rein gehe ich eigentlich meistens nicht rein. Ansonsten vielleicht LFR, wo man halt sich nicht drauf ja, konzentrieren muss. Ja. So, er springt, schmeißt seine Waffe gleich weg. Das ist ja, ein kleiner Burst von ihm, den er uns reinhaut. Deswegen sollte man als Tank zusammenstehen. Das ist ordentlich Schaden, den er da drückt. Und ansonsten, das war zum Beispiel Scheiße von den DDs. Das sollte definitiv weiter weggebracht werden. Diese lila Voids, die hier auf dem Boden gerade lang geflogen sind. Da sollte man definitiv aus der Gruppe gehen. Hier wieder alle abgefangen. So sollte es nicht sein. Aber gut, das ist halt LFR. Was soll man machen? Ist ja scheißegal, ne? Aber deswegen war ich auch so froh, mit der Gilde wieder was zu machen, mit der Gilde reinzugehen. Alle im TS, man kann
quatschen, man kann Spaß haben und wenn jemand was falsch macht, direkt ihn darauf hinweisen und der Fehler wird abgestellt, fertig, ja. Aber im LFR hat die Leute sind lernresistent, definitiv. Man geht hier halt rein, chillt und Kopf aus, reingehen, einfach irgendeine Scheiße bauen. Von daher, naja, was soll man machen? Wir machen auf jeden Fall den Boss kalt. Und da liegt er doch, komm, noch 2 Millionen, das sollte doch machbar sein. Das war Sakun. Nice, down ist er. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Boss, denn ich schneide den ja, wie gesagt, nochmal neu rein. Also, bis gleich. Also. So, Xulurak ist auch wieder ein reiner Adfight, das heißt sowas wie Klingenwirbel, Waffenwirbel, ja, ich weiß nicht, Klingensturm heißt das beim Krieger, ne? Sperrfeuer und sowas, das sind die richtig schönen Sachen, ähnlich wie eure Unterbrechungsfähigkeiten. Wir werden den Boss erst bei Grün und dann überraschenderweise bei Lila tanken, genau die Farbe hat dann auch der Boss bzw. das Feuer, was er ablegt. Und es kommen permanent Range-Adds, das sind zwei blaue Viecher, die rumspringen, eine Void auf dem Boden hinterlassen. Heißt, auf die Range-Adds gehen logischerweise die Ranges. Wenn die down sind, auch gerne auf die Melee-Adds und eben aufpassen, die springen rum, nicht in den Wirbeln stehen, wo die dann erscheinen. Melee-Adds sind drei Wichtel, die können sehr gerne auch sehr schnell im Cleave-Schaden, im AOE eben sterben, müssen aber nach Möglichkeit auch unterbrochen werden. Die casten eigentlich permanent, das heißt, das wäre eine schöne Sache. Das Wichtigste an dem Boss ist eigentlich, dass der, je nachdem, welche Farbe er auch hat, euch einen Debuff gibt. Und nachdem der abgelaufen ist, legt ihr eine Feuer-Void unterm Boden ab oder unter euch eben, die Schaden macht und wächst. Das ist auf der einen Seite hier links ein grünes Feuer, auf der rechten Seite ist das lila Feuer. Und wenn sich das berührt, macht es ziemlich, ziemlich, ziemlich böse Bumm. Und jetzt das Lustige, nachher gibt es eine Phase, da wechselt das hin und her. Das heißt, ihr müsst immer gucken, welchen Debuff ihr habt, denn wenn ihr mit grünem Feuer im Lilanen steht, dann seid ihr nicht nur tot, sondern wir höchstwahrscheinlich auch. Das heißt, erste Phase, ganz lässig, habt ihr einen Debuff, wie heißt das Ganze? Teufelsfeuer oder so, ja. Guck mal kurz. Ah, Grüner Debuff heißt es einfach für dich. Teufelsberührt, Lernberührt, ja, also irgendwas mit Feuer werdet dann sehen, grüner Debuff oder lilaner Debuff. Dann möglichst an Rand gehen, da wo eben kein Feuer ist, warten, ablegen, rausrennen, wieder zum Boss. Rechte Seite mit Lila, dann dasselbe. Und wie gesagt, es wird dann interessant, wenn diese beiden Phasen quasi vorbei sind, der Boss auch ständig wechselt, müsst ihr wirklich gucken, welchen Debuff habe ich und auf welcher Seite lege ich das ab, weil ansonsten ist dieser Schaden einfach nicht gegenheilbar. Da das, wie gesagt, wächst, explodiert es früher oder später sowieso, da kriegen wir schon massiven Schaden. Wenn hier irgendwer verkackt, spüren wir das definitiv und vor allem das Heiler-Mana. Insofern da bitte drauf achten. Adds kommen bis zur letzten Phase permanent, werden bis zu dieser letzten Phase auch gefokust, in der wir dann auch KR ziehen und eben voll auf den Boss gehen. Und Schaden, Negierungsfähigkeiten, Abschreckung, Mantel der Schatten und so weiter funktionieren hier wunderbar. Wichtig ist auch die Fähigkeit Schwarzes Loch. Das spawnt irgendwo hier in der Nähe und das skaliert ähnlich wie dieses Feuer. Das heißt, das mit grünem Debuff zu berühren, ist eine ganz blöde Idee. Ansonsten, ihr werdet dahin gezogen, lasst es zu, lasst es geschehen, Hashtag Vergewaltigung. Und die Leute, die da reinkommen, möglichst zeitgleich, der Schaden teilt sich auf, ansonsten wird da auch einer one-hitted, werdet da merken, egal wo das Ding spawnt, ihr werdet hingezogen, gucken, dass da ein paar Sinn zusammen reinlaufen. Und ansonsten eben auf den Boss und auf die Adds. Wichtig ist eben immer zu gucken, was für ein Debuff habt ihr und was darf ich damit nicht berühren. Sind nur zwei Farben, kann jeder hinkriegen, sag ich mal. Dein Ich weiß nicht, Ernst? dass mein innerer Fan erinnert mich ein bisschen an Kohle, ne? Gut, ich nehme das zurück mit, kann jeder hinkriegen, können viele hinkriegen. So. Dim, dim, dim. Aber es sah gut aus. Aber wie war das mit dem schwarzen Loch, das habe ich noch nicht verstanden. Na, das ist ja immer, wo Kaiser auch gerne spawnt. Das spawnt doch Nein, irgendwo und dann werden wir. Wollt ihr mich jetzt. Dann werden wir doch alle hingezogen. Wir üben das nochmal. Wer jetzt runterfällt, den kick ich. Also springe ich freiwillig jetzt. Nein, ich wollte ihn retten. Ihr habt gerade eben noch die geile Erklärung noch von Kraft gehört. Leider haben wir es in der Gilde nicht mehr geschafft. Es war auch zu spät. Und ja, wir rocken jetzt gerade hier im LFR noch weiter. Und klatschen hier kurz nochmal Xakun. Xul, Entschuldigung, Xakun ist ja nicht dabei. So, wo ist der Boss, Alter? So, da ist der kleinere Boss, den müssen wir dazu holen. Wie das hier so aussieht, keine Ahnung. Ob wir das hier schaffen, ob das hier machbar ist. Es sieht alles ein bisschen kreuz und quer aus. ich sag mal, ja, wir gucken noch mal, was hier passiert. Also wir wissen, wie der Boss funktioniert. Craft hat es uns ja erklärt. Und rocken jetzt hier mal kurz ein bisschen rum.
Ich bin gespannt. Ich bin echt gespannt. Also mit der Gilde hat es wieder Bock gemacht zu raiden. War halt Norm, was wir gezeigt haben. Und ja, wie gesagt, leider keine Zeit mehr gehabt, beziehungsweise es war zu spät. Ist halt doof, ne? So, nein, du haust mir nicht ab. Du bleibst bei mir. So, und klatschen wir jetzt drauf. Mal gucken. Großartig, muss man ja nicht mehr was erzählen. Außer mit dem Tank, was wir nicht erklärt hatten, war, es gibt einen aktiven Tank, der hat den Boss. Der andere holt sich das große Pad, ja, das Ad. Oh, das sieht echt scheiße aus. Das sieht echt scheiße aus, Mann. Das sieht echt scheiße aus hier. Meine Fresse. Ist mir egal, ich muss den jetzt erstmal hierher ziehen, ey. Das ist so krass. Weil, wie gesagt, wenn das Lila auf das Grüne stößt, explodiert es und das zerfetzt uns definitiv. So, die Phase hat gewechselt, der ist jetzt Lila, das heißt, wir machen Tankwechsel, ich behalte den Boss und der andere Tank holt sich das Ad, das Lila, ne, hier, der leere Wandler. Und ja, ansonsten ist hier großartig mit dem Tankwechsel nicht zu agieren. Naja, hier die Wichtel casten durch. Richtig scheiße, ja, das war die Explosion. Das ist nämlich das, wenn es passiert, dass Lila auf das Grüne trifft. Das ist halt die Schwierigkeit hier bei dem Boss. Wir sind auch schon mal ein paar tot hier im LFR. Das ist richtig geil. Die Ads werden nicht gemacht, Alter. Ja. Krasse Scheiße. Aber ich hoffe, wir. Oh, die Gruppe zerfällt. Die Gruppe zerfällt. Ja, die Wichtel werden hier vernachlässigt. Das ist... Oh, jetzt explodiere ich. Scheiße, Mann. Das ist echt mies. Das ist echt mies, ey. Kacke. Ich muss was zünden, Alter. Oh, 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 oh. Komm, 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 komm. So, und dann in der dritten Phase wechselt er Auto, hin und her. Von grün auf lila, von lila auf grün in die ganze Zeit. Das ist echt heftig, da müssen die Tanks halt aufpassen, dass sie immer die richtige Farbe abspotten. Was ist hier los, Mann? Wieso macht keiner die Wichtel? Oh, scheiße. Ehrlich, Alter. Das ist nicht euer Ernst, Mann. So, jetzt wechselt's nämlich hier. So, jetzt ist es grün, jetzt müsste der andere Tank abspotten. Macht er nicht. Jetzt wird's richtig ätzend. Jetzt wird's echt scheiße, Mann. Er hat jetzt lila, okay. Dann behält er den. Hat ihn, ich bin hier mir jetzt grün. Und so müssen wir das hin und her machen. So, jetzt muss er abspotten. Komm, spotte ab, bitte, 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 bitte. Komm, Digga. Ja, okay, sauber. Nice. Nein, ich hab ihn schon wieder. Meine Fresse. Das ist doch ein Hayopai. Jetzt muss ich mich ja drüber aufregen im LFR. Damit wir den überhaupt noch packen, Alter. Das ist das Problem, wenn man nicht auf das aufpasst oder nicht das macht, was ja, was die Bosse eigentlich hier für Fähigkeiten haben. Ja, Jimmy, eigentlich in der letzten Phase soll es keine Ads mehr geben. Aber was willst du machen, ne? Rocken wir halt das alleine als Tank. Das Gear haben wir zwar nicht, aber anscheinend hilft es. Oh, 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 oh. Leute, ich sag's euch. Komm, oh, schnell noch was draufgepackt. Oh, 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 nochmal. Hand auflegen gedrückt, ey. Oh, noch eine Sekunde, zwei Sekunden. Komm, 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 komm. Oh, okay. Das ist unser Level-Trinket. Was uns echt geilen, geilen Schild verpasst. Das rockt natürlich ordentlich rein, sagen wir es mal so. Jetzt haben wir natürlich nichts ready. Okay, gut. Oh. Wir haben nichts mehr. Doch, das haben wir. Echt? Wie, was muss ich denn spotten? Der hat den. Ja, da kann er den jetzt erstmal behalten, Mann. So, ich nehme ihn wieder bei grün. Komm, haut den weg, haut den weg, haut den weg. Nicht schön, aber selten. Jawohl, nice, wir haben ihn gelegt. Geil. Gut, wir looten, kriegen nur Scheiße. So,
Oder hat schon einer gelieft? Jetzt müssen wir erstmal hier meine Massenwiederbelebung erstmal reinpacken. Wieso wir die nicht haben, keine Ahnung. Okay, jetzt geht's weiter zum Manorod. Da die Gruppe schon Sakunen gelegt hatte, werde ich den definitiv hier nach noch reinbringen. Ich hoffe, dass das noch passt, dass wir hier nochmal reinkommen. Gut, Manorod haben wir noch gar keine Erklärung gehabt. Es gibt vier Phasen. Die erste Phase ist, dass wir hier die Ads kalt machen. Redet mit mir. Oh, ne, halt. So, erstmal reparieren, Digga. So. Schön, dass ich helfen konnte. Ja, danke. Wir gehen einmal im Kreis. Machen die großen Hyopais hier platt, die teufelseiserne Beschwörer. Danach wird Manorod wiederbelebt. Die Tanks nutzen ja eine von diesen, ja, wie nennt man das denn? Wänden, ja, dämonischen Wänden, um den Kick, den Manorod dann auf den aktiven Tank draufpackt, abzufangen, oder die Wand fängt einen ab, bevor man hier runterfällt. Und dann wird ein Tankwechsel stattfinden. Dabei werden die DDs gefordert auch noch. Gleichzeitig die ganzen Fähigkeiten, die ganzen Ads, alles was da hinten passiert. Leider habe ich da nicht so den Plan von. Auf jeden Fall. Oh, es geht los. Es geht los, es geht los, es geht los. Von daher fangen wir mal an und ihr seht das ja dann nebenbei. Dann kann ich auch ein bisschen besser erklären. Eigentlich müsste hier auch noch eine Ad kommen. Was ich leider hier nicht sehe gerade. Das müsste auch aktiviert werden. Oder kommt das hier im LFR gar nicht? Das ist nämlich die nächste Sache. LFR bin ich hier nicht wirklich oft durchgegangen, um zu wissen, was hier großartig passiert oder was halt nicht passiert. Ne? Das ist die Sache, Leute. Das ist die Sache. Da ist das Ad, das ist das Tank-Ad. Da schnappt man sich, unterbricht es halt und zieht es mal ein bisschen hin und her. Jetzt hat es der andere Tank, alles klar, der kann erstmal damit ein bisschen rumhantieren, bis er seine Stacks hat. Wir können ihn mal auf den Fokus setzen. Hat schon 4 Stacks. Wir spotten ihn bei 6 ab. Okay, läuft aus. Ich hab den ja schon. Ich hab den schon. Geil. Wie habe ich denn den gekriegt? Leute, macht ihr hier auch mal Schaden an den Ads? So, der ist down. Der da hinten ist auch down. Wir ziehen jetzt den rüber zu dem dritten. Und letzten. Und dort wird dann auch Manorod getankt. Unterbrechen, nicht vergessen. Heilung. Hoffe ich doch, dass die wach sind. Ich glaube nicht. Ey. 2 Stück! Das ist doch nicht euer Ernst. Was ist mit euch los, Mann? Die Gruppe macht mich fertig. Eigentlich dürften hier gar keine 2 Leute kommen, ey, ohne Spaß. Der eine Heiler ist schon down. Richtig geil, das macht richtig Spaß, LFR. Ich weiß gar nicht, wie ich auf diese Idee gekommen bin. Jetzt haben wir hier noch das Tank-Ad. Manorod kommt gleich. Scheiße, Mann, scheiße, Mann. Ich hoffe, er checkt es, dass er Manorod tanken muss. Wir müssen Manorod mal ins Target nehmen. Ne, macht er nicht, hat er nicht gecheckt. Komm mit. Was macht der Tank? Was macht der? Wieso nimmt er es mir weg und bleibt da stehen? Oh, das ist nicht dein Ernst, Mann. Oder mach doch, was du willst, ehrlich. Mann. Macht man eigentlich nicht so. Der erste, der zweite Glebenstoß und dann spotte ich ihn ab. Und dann behalte ich ihn. Muss was zünden. Wieso nimmt er den schon wieder? Was soll das? Wieso will er den alleine tanken? Also Leute, so macht man es definitiv nicht. Tut mir leid, dass ihr das jetzt so sehen müsst. Aber gut. Eins. Zwei. Okay, war schon der dritte. Das war mein Fehler. So, Tank, du kommst jetzt hierher. Ohne Spaß, ey. Das nervt mich sowas von. Wenn die Leute keine Ahnung haben von dem, was sie hier tun. Melden sich hier als Tank an. Ist ja schön und gut, aber dann spottet man es doch nicht von dem Tank ab, der weiß, was er... Oder weiß zumindest, was er hier machen soll.
sag jetzt nicht, dass ich hier besten 1, 2. Der Spot kam nicht. Geil. Jetzt habe ich beide Sachen abgekriegt. Oh, definitiv mache ich nicht mit der Gruppe noch weiter. Ja, zu spät, zu spät. Was machst du da? Aber gut, okay. Wir spotten den definitiv diesmal richtig ab. Manorots Blick kommt. Glevenstoß 1. 2 abspotten. Der dritte kommt auf uns. Der dort, jawohl. Haben wir nicht gekriegt, weil wir unseren Fähigkeit gehabt haben. Oh, hier nochmal was stellen. So, in welcher Phase sind wir denn? Immer noch in der zweiten. Jetzt ist hier so ein scheiß Hayopai genau beim... Jetzt kommt die dritte Phase, alles klar. Dritte Phase bleibst du immer noch... Bleibst du, weißt du? Bleibt man immer noch hier. Man hat ein bisschen Luft als Tank, dadurch, dass diese Phasenwechsel gekommen ist, der Lebenwurf ausgesetzt wurde. Wir müssen jetzt erstmal hier drinnen stehen bleiben, bis der weg ist, genau. Sauber, nice. Und er nimmt sich den, ja. Ey, kein Ding. Wenn du runtergeschmissen wirst, ist mir das auch scheißegal. So, Schattenmacht kommt. Schattenmacht werden Leute, ja, anvisiert von ihm und werden von der Plattform gedrängt. Das weiß ich noch, definitiv. So, erstes, zweites und tschüss. Okay, man wird hier nicht... Oh, das ist ja, wie heißt es denn? LFR. Das heißt, du wirst hier gar nicht von der Plattform geschoben, oder was? Ist ja lame. Normalerweise, wenn man da gestanden hätte, wäre man definitiv runtergeschossen worden. In normal. Mindestens in normal. Ja, natürlich in normal. Locker. So. Ich kann ja schon mal was zur vierten Phase erklären. Da fällt nämlich diese Wand 1. Okay, er hat, hat nicht abgespottet. Geil. Läuft bei ihm. Hatten wir jetzt vierte Phase? Nee, noch nicht. Das wird zerstört und die Tanks gehen halt mittig. Bisschen. So, dass sie aber nicht runtergestoßen werden vom Glebenwurf. Jetzt müsste es kommen. Jetzt kommt die vierte Phase. Wir stellen uns hier hin. Also... ungefähr auf diese Höhe. Dann erkläre ich euch das wenigstens ein bisschen vernünftig. Der Zerstörer, der Vernichter des Fleisches. Hütet euch. Von daher. Ja. Also es ist hier anscheinend scheißegal, wie man den tankt. 1, 2, 3. Und den kriege ich ab. So, und jetzt nehme ich den mit rüber. So, und jetzt tanken wir den eigentlich normalerweise hier. So wird's gemacht und anders nicht. Fertig, aus. Alle, die was anderes denken, ja, können es gerne machen. Jetzt kommt die Schattenmacht. Jetzt müssen wir gegenlaufen, definitiv gegenlaufen. Ja, und fertig. Und schwuppdiwupp ist man da. Oh, der andere Tank ist down. Tja. So, wir werden weggekickt. Oh, naja, der Kick ist ja gar nichts. Ist ja echt nichts, Mann. Du bleibst ja direkt am Boss dran, Mann. Okay. Das ist echt krass. So, jetzt sollten wir den definitiv weghauen, weil ich nicht weiß, wie lange ich als Tank hier durchhalte, noch alleine. Kommt. Nice, Leute. Sauber. So, und wir sehen uns dann wahrscheinlich im, ja, im nächsten Part. Also, macht es gut. Bis bald.